zu meinem neuen Video. In dem heutigen Video dreht sich alles um dieses tolle Band hier. Ihr kennt es alle, das berühmt-berüchtigte Washi-Tape. Ich habe ein paar coole Sachen im Internet gefunden und habe mir gedacht, es wäre ganz gut, wenn ich euch die mal zeigen würde. Einige der Sachen verwende ich jetzt auch privat. Man lernt ja immer wieder neue Sachen dazu und es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Tape zu verwenden und damit irgendwas Kreatives zu machen. Und ich zeige euch jetzt ein paar kleine Ideen und ich wünsche euch viel Spaß! Zunächst benötigt ihr ein Stück DIN A4 Papier oder Pappe, das ihr in der Mitte einfach einmal faltet. Mit dem Washi-Tape, das ihr euch ausgesucht habt, macht ihr dann einfach zwei lange Streifen auf das Blatt Papier, relativ weit unten. Die setzt ihr einfach übereinander, am besten sehr bündig, damit in der Mitte kein Spalt entsteht, sondern es als eine Fläche aussieht. Das macht ihr dann einfach mit drei verschiedenen Washi-Tapes übereinander, damit ihr so eine Art Turm- oder Kuchenform hinbekommt. Mit einem Filzstift zeichnet ihr dann einfach auf die obere Ebene des Tapes ein paar Striche und ein paar kleine Flammen, damit es aussieht, als wären obendrauf Kerzen. Mit einem gelben Stift könnt ihr dann die Flammen ausmalen, damit es auch wirklich echt aussieht. Über den Kuchen habe ich dann noch Happy Birthday geschrieben und ein kleines Herzchen hingemalt. Ihr könnt das natürlich gestalten, wie ihr möchtet. Nur da es eine Geburtstagskarte werden soll, habe ich mir gedacht, passt das eigentlich ganz gut, wenn man das vorne noch mit drauf schreibt. Für das Pflaster benötigt ihr ein Stück Taschentuch. Ihr schneidet einfach ein kleines Stück des Tuches raus. Dann holt ihr euch einen Streifen von dem Washi-Tape und klebt das Stück Taschentuch einfach in die Mitte des Tapes. Dann wickelt ihr es ganz normal wie ein Pflaster um den Finger und ihr werdet sehen, es sieht wirklich toll aus. Ihr habt einfach in euren Washi-Tapes ein Pflaster. Um eure Stifte zu verschönern, braucht ihr einfach wieder eine Rolle Washi-Tape. Ihr legt das Washi-Tape erstmal auf den Tisch und vergleicht die Länge von dem Stift und dem Tape, damit das ungefähr übereinstimmt und rollt den Stift einfach in das Tape ein. Ihr könnt schauen, wie es für euch am besten ist. Ich habe es jetzt einfach um den Stift drumherum gerollt. Für andere ist es vielleicht besser, den Stift darin einzurollen. Aber das kann man machen, wie man möchte. Die Stifte haben das Design von eurem Washi-Tape. Genau das gleiche könnt ihr auch bei Kulis machen. Da macht ihr denselben Vorgang wie eben bei dem Bleistift. Dreht den Stift einfach in das Tape ein und ihr habt sehr schön gestaltete Stifte für die Schule, für die Arbeit, wie auch immer, wie ihr das möchtet. Und die sind einfach individuell, niemand sonst hat diese Stifte. Das hier ist eigentlich meine Lieblingsidee. Man wickelt einfach das Washi-Tape als erstes um den Stecker des Kabels, der Teil, den ihr in das Kabel reinsteckt. Bei mir ist das so ein Zweiteiler. Mit dem gleichen Tape umwickelt ihr dann den Stecker des Ladekabels. Einfach einmal komplett beide Ebenen umwickeln. Wer ein dickeres Tape hat, kann natürlich auch dickes Tape nehmen. Da müsst ihr nicht zwei Ebenen machen, sondern es reicht eine. Nachdem ihr alles ordentlich beklebt habt, müsst ihr natürlich noch die Öffnung wieder aufschneiden, in der der Stecker eingesteckt wird.
Dann nimmt ihr einfach eine Schere und stecht vorsichtig das Loch auf. Dann steckt ihr das Kabel einfach in den Stecker rein und fertig ist euer Washi-Tape gepimptes Ladekabel. Für das Dekobild benötigt ihr erstmal ein Stück Pappe, auf das ihr ein Herz aufmalt. Dieses Herz wird dann einfach mit der Schere ordentlich ausgeschnitten. Und dann mit eurem Washi-Tape Ebene für Ebene einfach beklebt. Ihr könnt das Tape nehmen, was euch am besten gefällt. Jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen. Bei mir sind es jetzt vor allen Dingen pinke und blaue Farben geworden. Auch mit Herzchen, da sich das dann wiederfindet. Danach schneidet ihr einfach das überschüssige Tape an der Seite ab. Auf die Rückseite des Herzens müsst ihr dann noch ein Stück Tesafilm kleben. Nehmt das Herz und klebt es einfach auf das Blatt in eurem Rahmen. Und fertig ist ein Dekobild mit einem wunderschönen Herz mit euren individuell gestalteten Farben. Zunächst besorgt ihr euch einen Planer, der euch sehr gut gefällt. Und dann fangen wir auch schon an mit den Marken. Ihr klebt einfach ein Stück Washi-Tape an die Seite des Blattes, schneidet es ab und faltet es einmal um. Das macht ihr dann einfach mit allen weiteren, die ihr noch so möchtet und braucht. Und dann habt ihr einfache Unterteilungen für jedes Blatt. Ebenfalls könnt ihr mit dem Washi-Tape eure Termine hervorheben. Ich habe zum Beispiel jetzt Yoga hier eingetragen für mich. Das könnt ihr mit dem Washi-Tape individuell hervorheben, markieren, wie ihr das möchtet. So fallen die Termine besser ins Auge. Ihr habt einen guten Überblick. Und es ist immer schöner, wenn man einen sehr ordentlichen Planer hat, in dem man alles direkt findet und der sehr übersichtlich ist. So, ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit meinem Video für heute. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr davon mal wieder ein paar mehr Sachen sehen wollt, von diesen DIYs hier, nicht nur von Washi-Tape, sondern allgemein, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, ein DIY zu machen, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen, damit ich weiß, dass ihr davon mehr Sachen sehen wollt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag jetzt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!